Dies ist eine uralte Geschichte. Sie ist mindestens 30 oder 40.000 Jahre alt. Also mir kommt es vor, als wäre sie erst gestern passiert. Ja, es war an einem dieser schönen Spätsommertage. Niemand ahnte, dass er an diesem Tag sterben würde. Er muss morgens schon sehr früh aufgebrochen sein, als wir alle noch schliefen. Dabei hätte ihn jemand begleiten müssen. Er war doch viel zu alt für sowas. Aber er ist einfach los, ganz allein. Ja. Dein Großvater war eben ein unverbesserlicher Sturkopf. Wenn ihn das Jagdfieber packte, konnte ihn nichts aufhalten. Vermutlich ist er irgendeiner Spur gefolgt, mit seinen alten Augen auf seinen wackeligen Beinen. Ich habe ihm immer wieder gesagt, bleib im Lager, lass die Jungen gehen. Er hat nur den Kopf geschüttelt. Und wenn ich ihn an seinen kaputten Arm erinnert habe, hat er mich böse angeschaut. Er hatte ihn sich kurz vorher gebrochen. Damit kannst du höchstens Hasen jagen, habe ich gesagt. Aber er hielt das für unter seiner Würde. Es musste mindestens ein Pferd sein oder besser noch ein Büffel oder ein Auerochse. Du weißt, wie stark und gefährlich Auerochsen sind. Ob er welche aufgespürt hat? Schon möglich. Erlegt hat er auf jeden Fall nichts. Vielleicht ist ihm plötzlich übel geworden. Vielleicht hat er Angst bekommen. Wie auch immer, er ist zurück und hat sich versteckt. Nicht bei uns im Lager. Nein, in der alten Höhle. Dort hat er sich verkrochen. Wahrscheinlich spürte er, dass es mit ihm zu Ende ging. Als ich und deine Mutter ihn schließlich fanden, war er schon tot. Wir haben ihn dann dort begraben. Tja, das ist die Geschichte vom Tod deines Großvaters. Wie gesagt, eine uralte Geschichte. Und ob es wirklich eine Großmutter gab, die dies damals ihrer Enkelin erzählt hat, wissen wir nicht. Doch wir kennen die Fortsetzung. Denn viele tausend Jahre später finden Steinbrucharbeiter diese Knochen. Sie liegen in einer Höhle im Neandertal, nicht weit entfernt von der Stadt Mettmann. Die Arbeiter glauben allerdings, sie hätten Teile eines Tierskeletts gefunden. Erst als Wissenschaftler die 16 Knochen genauer untersuchen, stellt sich heraus, sie stammen von einem Menschen, von einem Urmenschen. Das war eine Sensation. Denn bis dahin wusste man so gut wie nichts über unsere frühen Vorfahren. Die 16 Knochen aus dem Neandertal wurden schon bald weltberühmt. Und der, zu dem sie einmal gehörten, erhielt den Namen Neandertal. Er kennt ihn an den dicken Wülsten, die oberhalb der Augenhöhle liegen, rechts und links jeweils ein dicker Wulst, und an der flachen Stirn vor allen Dingen. Was diesen Neandertaler auszeichnet ist, dass er hier eine solche Eindellung hat, die ruht von einer Verletzung während des Lebens, die aber wieder ausgeheilt ist. Eine ähnliche Verletzung sieht man auch an dem linken Ellenbogengelenk, wenn wir hier die beiden Teile nehmen, die gehören so zusammen, und
Dieser Mensch konnte sein Ellenbogengelenk nicht mehr ganz bewegen. Wir können das Ellenbogengelenk ganz bis oben raufführen, den unteren Teil, während dieser Mensch, dieser Neandertaler, bloß noch so weit beugen konnte, also im rechten Winkel. Das erkennt natürlich nur ein Knochenfachmann wie Dr. Czarnecki, der alte Skelette nach Spuren absucht und dabei überlegt, wie die einzelnen Teile zusammenpassen. Doch wie sah dieser Urmensch aus? So vielleicht? Nicht sehr sympathisch. Dem möchte man nicht allein im Wald begegnen. War der Neandertaler etwa solch ein Monster? Viele glauben das immer noch. Sie meinen, er sei eher ein Affe als ein Mensch gewesen. Ein wildes Urviech mit einer Keule in der Hand. Falsch. Der Neandertaler sah ganz anders aus. Er war uns ziemlich ähnlich. Er kannte Werkzeuge und kunstvoll hergestellte Steinmesser, Lanzen und Speere. Außerdem jagte er nur selten allein. Meistens waren Stammesangehörige dabei. Sie halfen sich gegenseitig. Und wenn sie ein Tier erlegt hatten, zerteilten sie gemeinsam die Beute. Dabei passierte es schon mal, dass einer von ihnen etwas liegen ließ oder verlor, worüber sich heute die Archäologen freuen. Denn ab und zu finden sie bei ihren Ausgrabungen so ein uraltes Stück. Haben wir auch nicht viel gehabt hier. Also wir finden hauptsächlich auch nicht. Es ist ja ungewöhnlich, dass wir hier auch Werkzeuge finden. Mhm. Das ist unser Messer. Ein praktisches Ding. Übrigens nicht nur für Männer. Die meisten Frauen tragen auch eins bei sich. Es gibt immer was zu schneiden oder abzuschaben. Leider sind diese Messer so klein, dass man sie schnell aus den Augen verliert und nicht wiederfindet. Ach, das ist mir wohl schon 10-mal passiert. Ich bin dann immer zu unserem Werkzeugmacher und habe ihn gebeten, mir ein neues anzufertigen. Wahrscheinlich hat er dann gesagt, kein Problem. Aber was gibst du mir dafür? Wir wissen allerdings nicht, was damals so ein Steinmesser gekostet hat. Vielleicht musste man ein kleines Fell dafür hergeben oder ein Stück Fleisch. Schließlich bestand es nicht aus irgendeinem Stein, sondern aus dem besonders seltenen und scharfkantigen Feuerstein, mit dem sich sogar mühelos hartes Holz bearbeiten lässt, zum Beispiel Eibenholz. Was dies hier werden soll? Ein Speer? Wohl auch ein Fall für den Werkzeugmacher, denn der war vermutlich auch der geschickteste Waffenbauer des Stammes. Wer eine neue Lanze oder einen neuen Speer brauchte, kam zu ihm. Das kostet aber ein bisschen mehr, wird er dann gesagt haben. Vor allem, wenn es ein Speer mit einer Spitze aus Stein sein sollte. Tolle Erfindung, dieser Steinspitzenspeer. Und da sagt noch einer, Neandertaler sind dumme Tölpel, die vor Kraft kaum laufen können und nichts im Kopf haben. Schau uns doch an. Sehen wir so aus? Nein, wer so geschickt ist, kann nicht dumm sein. Das gilt für die Menschen heute und ebenso für unsere Vorfahren. Selbstverständlich kannten die Neandertaler auch das Feuer. Sie nutzten es als Heizung, zum Kochen und Braten und wenn sie einen Jagdspeer herstellten. Im Feuer wurde nämlich das Birkenpech erhitzt, das als Kleber gebraucht wurde, für die Befestigung der steinernen Speerspitze. Denn so eine Spitze musste hundertprozentig festsitzen.
Schließlich waren die Neandertaler Großwildjäger, die es mit wilden Pferden, Nashörnern, Büffeln, Auerochsen und sogar Elefanten aufnahmen. Deshalb also der Kleber aus Birkenpech. Und dann die elastischen und reißfesten Tiersehnen, mit denen die Halterung der Spitze umwickelt wurde. Jetzt ist der Speer fertig. Die Jagd kann beginnen. Doch Neandertaler, die zur Jagd gehen, gibt es schon lange nicht mehr. Denn diese Menschen sind ausgestorben. Und das, obwohl sie nicht nur stark und kräftig waren, sondern tatsächlich sehr viel im Kopf hatten. Denn ein Neandertaler Gehirn war mindestens so groß wie das Gehirn eines heutigen, modernen Menschen. Wissenschaftler haben sogar festgestellt, dass es an einigen Stellen größer war. Nämlich an den Seiten und hinten. Da liegen die Gehirnteile, die für das Hören und Sehen verantwortlich sind, die also die Augen und die Ohren steuern. Der Neandertaler war spezialisiert auf sehr feine Geräusche, auf die er erkennen konnte und gleichzeitig sehr deutlich unterscheiden auch, was er sah. Dazu kommen die großen Augenhöhlen, die auch nochmal sehr viel an Licht aufnehmen konnten. Möglicherweise konnte er in der Dämmerung sogar besser sehen als wir heute. Aber natürlich. Frag doch einen unserer Jäger, warum er meistens erst gegen Morgen in sein Zelt kriecht, um zu schlafen. Weil die Nacht die beste Zeit ist für die Jagd. Vor allem, wenn man einen Auerochsen oder einen wilden Büffel erlegen will. Wenn ich daran denke, wie viele Büffel und Ochsen dein Großvater erlegt hat, als er jünger war. Aber das ist nun wirklich sehr lange her. Der Neandertaler, das haben wir gesehen, hat enorm viele besondere Eigenschaften und wir rätseln heute darum, warum es diesen so besonders fähigen Menschen nicht gibt, der die Hörfähigkeiten hatte, die ihn auszeichneten und er schwere Lasten tragen konnte. Und trotzdem, er lebt nicht mehr. Er ist verschwunden spätestens etwa vor 27.000 Jahren. Dagegen taucht um 40.000 der moderne Mensch auf, zu dem wir auch gehören. Und dann ist der Neandertaler verschwunden. Was ihn von dieser Erde hat verschwinden lassen, wissen wir nicht. Es bleibt ein Rätsel. Irgendwie ist mir kalt. Ich glaube, wir sollten noch etwas Holz nachlegen. Come on.